Und hui! Der Tapetenmetzger ist wieder da. Und er ist nicht unbedingt gut gelaunt, denn das letzte Mal, als er hier aufgenommen hat, da ist ihm ein Fehler unterlaufen und er hat leider nur seine Stimme aufgenommen. Seine Stimme und den Ingame-Sound, den hat er vergessen. Dementsprechend... Ja, komm. Hat er ganz viel aufgenommen und musste sich dann ganz viel aufregen, als er dann feststellte, dass das alles nicht so au. Das Wahre war. Hilfe, ich werde gerade etwas gedrängt. Vielleicht sieht man es, merkt man es. Ja, dementsprechend bin ich jetzt etwas durch den Wind, möchte ich fast sagen. Ich bin etwas bespuckt von unserem... Nein! Ich habe ihn nicht... Ah! Da habe ich ihn noch gekriegt. Gut, dann sammeln wir jetzt etwas Meta-Essenz ein. Meta-Essenz ist gut für Alice. Und diese Tierchen sind nicht gut für Alice. Und merkwürdigerweise... trifft Alice sie auch nicht immer. Aber meistens. Ja, und meine letzte Aufnahme hat mir sehr gefallen vom Gefühl her. Und ich finde es schade, dass ich das jetzt so weggeschmissen habe. Wenn ich das mal so nennen darf. Oder will oder kann. Außerdem macht der Tausendfüßer jetzt nicht so mit, wie ich das mir eigentlich vorstelle. Er spuckt viel zu viele Backhuggers. Na, komm. Ja, schön. Dann muss ich wieder ein paar Meta-Essenzen aufsammeln. Was ich Energie habe. Nee, komm, hier nicht auf den. Wie jetzt ist sie. Nein. Ich mich hier bespringen, das ist nicht nett. Kerl normal. Der Typ, der kann jetzt auch langsam mal wieder seinen Bauch heben. Los, hebe deinen... Ja! Nein! Nein, Alice! Was hast du getan? Nein! Nicht schon wieder! Nein! Hau ab! Du dummer Tausendpenner! Ich bin zu langsam. Komm, hier, komm. Komm, Tausendpenner. Füßler, meine ich. Ja. Ja, komm. Ich brauche mehr Meta-Essenzen. Ja, da sind welche. Und er bewirft mich wieder mit irgendwelchen Viechern. Es ist schon aufgefallen, dass diese Tierchen ein wenig an die Facehugger aus den Alien-Filmen erinnern, falls jemand die kennt. Diese hier springen uns allerdings nicht ins Gesicht, sondern auf den Rücken. Aua! Tja, so, was hast du jetzt davon? Nein, er wollte uns jetzt packen und durch die Gegend schleudern mal wieder, aber ich bin weggelaufen. Ich bin weggelaufen. Ja, irgendwie, habe ich jetzt auch schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Das lasse ich jetzt einfach mal dabei. Hä? Wo ist er? Ach, da ist er. Alles klar. Hallo, Freund der Sonne. Bespuck uns doch nicht. Bespuck uns doch nicht. Es ist nicht nett, uns zu bespucken. Pickelhauben, Tausendfüßler. Du sollst deinen Bauch heben, Autsch. Hebe deinen Bauch. Hebe deinen Bauch. Hebe deinen Bauch. Hebe deinen Bauch, du blöde Kuh. Nein, nein, nein. Lass das doch mal. Junge, hast du ein Bindungsproblem? Hallo, Freund. Der hört nicht auf, bis er mich trifft, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich bleibe einfach mal stehen und warte, bis er aufhört.
Wollen wir uns von ihm treffen lassen? Ich glaube, sonst hört er nicht auf. Ja. Los, komm. Ah, ja, siehst du. Jetzt bist du glücklich, ne? Jetzt bist du glücklich. Jetzt muss ich wieder Meta-Essenz holen, weil der mir alles geklaut hat. Hüpf. So, wie lange habe ich aufgenommen? Ich rate jetzt einfach mal. Ich sollte jetzt an mein Zeitgefühl appellieren. Sind es 3 Minuten? Sind es 4 Minuten? Vielleicht sind es 4 Minuten. Ich gehe einfach davon aus, dass es 4 Minuten sind. Also werde ich noch 10 Minuten aufnehmen. Hau ab. Ja, ja, Junge. Das ist gut. Ich sollte... Ah, Moment. Ja, das bringt nichts. La, 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 la. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wenn er das macht, dann kann man in die Mitte gehen, dann kann er einen nicht erreichen. Schön, das freut mich. So, oh, das kann er doch. Na gut. Ja, los, komm, du kannst jetzt auch wieder deinen Bauch heben. Junger Freund der Sonne. Ich wiederhole mich. Hallo, Tausendfüßler. Nein, nicht spucken. Nein. Oh, Junge. Aber ich sehe gerade, dass es mir nicht mehr allzu gut geht, deswegen muss ich vorher wieder Meta-Essenz holen. Nee, der kann übrigens sehr weit spucken, man sollte sich also nicht in Sicherheit wähnen, nur weil man etwas weiter von ihm entfernt steht. Ja, gut. Ja, los. Jetzt musst du aber mal deinen Bauch heben hier, Junge. Ja, siehst du. Einen noch. Einen kannst du noch. Nein, au. Jetzt laufe ich ihm da auch noch direkt rein. Das ist... Ach, Kinder. Kinder. Hey! Ja, los. Hier, komm. Komm her. Ja, los. Nein, nicht spucken. Du sollst dein Bäuchlein heben. Ich möchte, dass du dein Bäuch... Oh! Mies, das war gemein. Los, hebe dein Bäuchlein. Hebe es. Hebe! Los! Verdammt! Nee. Komm, ich lauf weg. Du hebst dein Bäuchlein und wir sind alle glücklich. Ja, los, komm. Komm her. Ja, komm! Komm! Nein. Eine gute Lösung, wenn dieses Grapschen kommt, einfach in die Richtung weiter drücken, in die man gedrückt hat davor, dann scheint Alice sich fortzubewegen. Also hinfort, weg zu bewegen. Und ich habe... Ah, Meta-Essenz. Ich brauche wieder Meta-Essenz, sonst sterbe ich gleich. Und das möchte ich nicht. Denn ganz viel wird dieser Tausendfüßler Spacken nicht mehr brauchen, bis er das Zeitliche segnet. Es ist ein großes Weglaufen hier. Ich habe das Gefühl, dass es ein eher langweiliges Let's Play werden könnte. Wie gesagt, hätte ich nicht vergessen, den Ingame-Sound aufzunehmen beim letzten Mal, wäre das Autsch nicht so das Problem gewesen. Ich bin beim letzten Mal übrigens nicht gestorben, als ich gegen ihn gekämpft habe. Ich habe ihn noch besiegt. Und sollte ich dieses Mal sterben, werde ich das Handtuch werfen. Ich wollte gerade sagen, werde ich meinen Hut werfen. Aha. Das ist ja unlogisch. Ha! Na, siehst du, da... Ich möchte fast sagen, was hat er nun davon? Und das sage ich auch. Na komm. Ja. Nee, ich gehe nochmal eben zu ihm hin, um ein wenig zu sehen, wie er so aussieht. Man sieht, er hat eine Zunge. Und aus dieser Zunge läuft das Zeug, mit dem er uns ständig bespuckt hat. Ja, er sieht nicht unbedingt so sympathisch aus. Also mit diesem Typen würde ich nicht unbedingt Kaffee trinken gehen wollen. Allein schon wegen seinem Helm nicht. Das ist übrigens ein preußischer Helm mit Spitze.
soweit ich mich informiert habe, soweit ich mich richtig informiert habe, kann mich auch irren. Irren. Ja. So, und jetzt hüpfen wir hier oben hin, wir wollen nämlich zu diesem Pilz. Damit wir endlich wieder groß werden. Aber Alice möchte nicht, Alice fällt runter, danke Alice. Es ist in Ordnung. Ich kann deine Zweifel verstehen. Du kannst es mir aber auch einfach sagen, dass du da nicht hin möchtest. Du musst es nicht unbedingt sofort in die Tat umsetzen. Hui! Ja. Kinder. Hui! Giftpilzen habe ich noch nie getraut. Aber manche haben wohl ihre Vorteile. Was für eine Auswahl. Einen Giftpilz essen oder den Insekten zum Fraße dienen? Es ist nicht schön, im Gehen zu essen, aber manchmal geht's nicht anders. Tja, sind wir wieder groß. Und wo sind wir? Ich weiß nicht, wo wir sind. Das wird sich herausstellen. Also ich weiß es, aber ich verrat's nicht. Ich war ja kurze Zeit vorher schon hier. Und ja. Ja gut, Verschwörung der Raupe, die ladet's. Nur die Einheimischen kennen sich hier aus. Und es gibt nur einen Weg zur letzten Schlacht. So. Und wir sind hier. Und es gibt neue Gegner. Man mag es kaum glauben. Und das sind Kobolde, Trolle oder kleine, nervige Wesen. Aber nicht nur die sind neu. Wir entdecken auch noch andere lustige Viecher, die uns ans Leder wollen. Wie zum Beispiel ein Lavageist. Nein, er will noch nicht rauskommen. Aber man sieht schon, er hat es auf uns abgesehen. Und da ist er. Und am Anfang habe ich mich alle gefragt, warum stirbt er nicht? Bis ich auf die Idee gekommen habe, Moment! Du hast doch was Eisiges. Warum benutzt du das nicht einfach? Und es hilft. Und er ist tot. Also, wenn ihr diesen Viechern begegnen solltet, falls ihr... Oh, das ist ein anderer Gegner, den will ich loben. Dann benutzt auch das Eis. Die kann man einfach hauen. Wenn man nicht weit von denen entfernt ist, dann machen die auch keinen Schaden. Die frieren uns nämlich ein. Und die sind auch wirklich nur gefährlich, wenn wir von anderen Gegnern umgeben sind. Weil dann können wir uns nicht bewegen und werden von den anderen Gegnern geplättet, wenn man so will. Ja, und was soll ich sonst sagen? Da ist noch einer von diesen wundervollen kleinen Kobolden. Und ich springe mal rüber und freue mich, dass der hier jetzt tot ist. Genau. Ja. Der Augenstab des Jabberwocky ist extrem mächtig. Seine Einzelteile allerdings sind wertloser als eine tote Mücke. Man sieht schon, da ist ein neuer Weg frei geworden, den wir dann auch gleich nehmen werden. Und wir haben einen Teil des Augenstabes des Jabberwocky eingesammelt. Ganz wundervoll. Also wir müssen noch mehr Teile suchen. Und Jabberwock's Lair ist da. Und da ist The Cave of the Oracle. Und da müssen wir jetzt hin. Aber davor werde ich erstmal abspeichern. Beziehungsweise, was heißt speichern? Ich werde diese Folge beenden, denn ich bin nicht ganz sicher, wie lange ich aufgenommen habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Nehme ich doch mal stark an. Dann auch mit aufgenommenem In-Game-Sound. Ja. Also, Tapetenmeister sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann!